Freunde, grüßt euch. Willkommen zu einem Röntchen Gerät hier Dingens. Ne? Fades Frontier. Ich wünsche viel Spaß beim Zugucken. Kleiner dir besonders. Hier haben wir wieder Wildschweinattacken gleich zum Start. Das ist fantastisch. Ich bin sehr angetan. Warum liegt da eigentlich das ganze Zeug rum? Kann mir das mal wer erklären? Sinnvoll und geschickt? Warum sammelt ihr das Getreide nicht auf? Und warum geht mir dieses Raubtier so auf den Keks? Und was ist mit dem Händler? Hatte ich da Deals? Wir könnten... Warte mal, der hat noch Geld, ne? Der hat noch. Dann kannst du meine... Ich wollte gerade sagen, mein Hafer kaufen, aber... Naja, das ist kein Hafer. So, Moment, der hat noch 345. Dann kannst du auch noch ein bisschen von meinem guten Töpferwaren mitnehmen, bis du pleite bist. So, wir haben 43 von diesen Feldingern. Was ist mit Essen? Wir haben für 4 Monate 2 verrottet. Fett ist Mangelware. Das ist Fett, ne? Naja, Talg. Das ist doch egal. Ich kaufe auf jeden Fall ein bisschen Talg. Wie viel hat denn der dabei? 2,35? Ach, komm her, kaufen und transportieren. Da kaufe ich doch direkt alles. Und warte, das ermöglicht mir, den Rest vorm Fest noch zu verkaufen. Zack. Ne? Geil, oder? Sag, so, kaum Verlust gemacht, hervorragend. Naja. Ach, komm mal an, da ist gleich noch ein Händler eingetroffen. Was will denn die Händler, Alter? Ach, komm mal an, würde die mir vielleicht Kohle abkaufen? Kauf diese Ware, ja, aber das ist ein Preis, der ist... Aber egal, wir machen's. Wir machen's, dann werden hier Gegenstände transportiert, 130. Ja, das kannst du ruhig machen. Das geht voll klar. Und dann kannst du auch mal so... 61 Bier verkaufen. Warum kloppt denn das hier so? Was machen die? Ich verstehe es nicht, aber irgendwas machen sie. Irgendwo wird hier... Pausiert? Nee. Ach so, da der. Das Bärentier. Ja, das Bärentier hat es jetzt gerissen, weil es... Oh, Dorfbewohner. Altersschwäche. 75. Das war ein Seger. Ah, Seger ist schlecht. Arbeitsbereich steht kein... Ja, das weiß ich. Der ist auch nur da. Ah, es hat irgendwas mit den Bäumen hier zu tun, offensichtlich, oder so. Keine Ahnung. Können wir mal irgendwie ein schönes Screenshot machen hier? Guck mal an, das... Ach, heute macht es aber dann Ton. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Haben wir noch weitere Mangelerscheinungen irgendwo? Läuft irgendwas nicht so, wie es laufen sollte? Ja, das ist mit den Bewohnern das ist ein bisschen schwierig. Wir müssten uns da vielleicht hier hinten... Denen fehlt Nahrung und Kräuter. Ja, da weiß ich nicht. Ah, okay, der ist... Schon wieder? Noch ein Händler. Ist ja irre. Das klingt ja nach Reichtum in Hülle und Fülle. Hier ist nichts wert, wie ich das sehe. Seife kann man kaufen. Komm her. Bei dem kaufen wir Töpferwaren. Also verkaufen. Prima. Das ist... Oh, das ist ein Bär. Das ist was anderes. Ja, du musst rennen. Wenn du in die richtige Richtung rennst, dann gibt es einen, der dir Hilfe zukommen lässt. Und zwar der in dem Turm da. Wir haben hier oben mal schon wieder Ratten. Katastrophe mit den Viechern. Danke. Da müssen wir mal kurz gucken. Der Ratier macht hier Ratten. Ach, da oben mit den Ratten, das ist... Aber da stehen doch die Lagerhäuser ein bisschen zu weit auseinander für, aber naja, das sollten wir vielleicht... Nee, das ist falsch hier. Annehmlichkeiten. Ja, was willst du machen? Ich muss denen ja irgendwie jetzt hier was zukommen lassen, dass die mit den Ratten klarkommen. Wie sieht's denn hier aus? Ah, da fehlen noch zwei Säger. Okay. Ich habe aber nur noch 11 Arbeiter. Ah, weiß ich nicht. Machen wir mal 2 Säger.
Zwei Säge. Da ist auch irgendwas voll. Das könnte das Gemüse sein. Ich kann es auch nicht weiter ausbauen. Könnte nur Neues bauen. Warum? Altersschwäche. Der Hirte. Ach du, ist... Alles schließen. Es ist nicht schön. Da hinten müssen 60 Arbeitsstunden abgeleistet werden noch. Warum sterben denn jetzt hier so viele Dorfbewohner? Altersschwäche, Bergarbeiter. Altersschwäche, Bauer. Gut, das heißt, wir haben einen Bergarbeiter zu wenig und einen Bauer zu wenig. Es werden als weniger. Und einen Soldat haben wir auch zu wenig. Vielleicht kommt noch der Rattenfänger dazu. Der muss auf jeden Fall das hier oben abdecken. Da werden wir den Arbeitsbereich mal so stellen. Weil ich fürchte, wir werden irgendwann noch ein bisschen erweitern müssen. So ein stetiger Zufluss an Bewohnern wäre irgendwie eine tolle Sache. Aber naja, was willst du, was soll ich sagen? Es funktioniert ja offensichtlich nicht ganz so gut wie gedacht. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Rattending erstmal wieder in Schwung gebracht. Was macht denn der hier? Das ist eine Jägerhütte. Ja, der hat hier irgendwo sein Jagdrevier und zwar hier oben. Wir haben jetzt Gold. Was machen die? Da sind auch nur zwei drin. Das liegt daran, dass ich nicht viel mehr entbehren kann. Naja, weil wahrscheinlich die anderen 24 in der Sandhöhle sitzen. Sand haben wir übrigens genug. Wir könnten vielleicht mal auf drei verzichten. Und die drei beim Gold reintun. Das wäre vielleicht ein etwas sinnvollerer Ansatz. Gold scheint bedeutend schlimmer zu sein. Die Sauberkeit ist ein bisschen schwierig. Das hat vielleicht mit den Ratten zu tun. Das mit dem der Luxus ist auch. Und die Spiritualität. Da haben sie wirklich Probleme. Da habe ich aber auch noch nicht so einen richtigen Plan, wie ich dem Herr werde. Naja, eigentlich schon. Man müsste einfach mehr von diesen spirituellen Städten bauen. Damit die einfach mehr beten gehen können. Das ist ja eigentlich, ist das easy. Und ich glaube, dass der Tempel auch gar nicht so viel zur Attraktivität beiträgt, oder? Naja, wahrscheinlich vielleicht ein bisschen. Aber hier unten wäre zum Beispiel noch irgendwas gut, wo sie hin könnten. Ich weiß nicht, ob hier Platz ist für sowas. Ich suche mal hier so einen spirituellen Kasper. Nee, der kann da nicht hin. Wir könnten auch mal gucken, wo die Spiritualität gut ist. Also hier hin geht. Gut, dann kommt das, da steht ein Gebäude in Flammen. Da muss ich auch wieder einen abstellen für von meinen 5 Arbeitern. Ah, das ist ein Traum. Die durchaus existente Arbeiterproblematik macht das Ganze nicht unbedingt leichter. Was gibt's hier? Das ist die Bogenwerkstatt. Da werden aber mittlerweile auch Armbrüste gebaut. Das ist schön. Das heißt, wir haben vielleicht auch irgendwann Armbrüste im Portfolio. Irgendwann. Vielleicht. Wie ist das mit Eisen? 28. Ah, okay. Weizen ist reichlich. Also reichlich ist es genug. Wir haben noch ein bisschen Fleisch, was geräuchert werden muss. Wir haben, naja gut, das ist eigentlich von allem. Ja, allem ist erstmal noch was da. Hier oben haben wir auch Ratten. Das ist auch ein Problem, das weiß ich. Da müsste man überlegen, aber das ist auch so teuer, der kostet ja immer Geld und naja. Der hat keine Pfeile. Naja, das halte ich für ein Gerücht. So, ist das Ding fertig? Nee, da fehlen noch 24, 27 Steine. Da fehlen noch 27 Steine. Ja, die schwierige Lage bei den Arbeitern, die man dazu gewinnt.
ist ein Problem. Ich wollte mal die Zufriedenheit wissen. Das kann man hier gucken. Aber die Geburtenrate ist trotzdem relativ hoch, ne? Ich meine, wir haben auch nicht so viele Häuser, das ist auch eventuell ein Problem. Die kriegen nicht alles an Nahrung, was sie brauchen. Wir haben 0 von 2. Wir haben überhaupt kein Essen. Obwohl es hier ein Dings gibt. Der ist da dabei. Naja. Händler. Ach, ich habe eh, glaube ich, nichts mehr zu verkaufen. Also zumindest nichts, was der will. Nee. Das sieht eher schlecht aus. Ich habe das Glasding gebaut, aber das wird jetzt eine Weile dauern. Vor allen Dingen arbeiten da erst 2 Leute. Das wird halt auf Dauer noch ein bisschen... Das ist genau wie bei der Brauerei. Das wird auch alles einen Moment dauern. Da müssten halt 2, 3, 4 rein. Ich habe keine 2, 3, 4. Irgendwas ist jetzt mit den Nutztieren schon wieder nicht in Ordnung. Wie viele, um das... Da brauche ich... Das Geld habe ich. Ich brauche jetzt nur noch Eisenbahnen reichlich und 400 Bewohner. Ja, da bin ich ja natürlich noch relativ weit von weg, ne? Von 400 Bewohnern. Kann ich denn irgendwas für die Spiritualität machen? Ja, ich könnte da dann eine Gildenhalle und sowas bauen. Aber vorher sieht es da eher mau aus, ne? Wir können dann halt nur diese Schreine bauen. Könnten wir bitte ganz kurz... Ach, das ist das Wildschwein, okay. Das irritiert mich immer ein kleines bisschen. Immer ein kleines bisschen. Ist dann das Ding fertig? Ah ja, da macht mittlerweile auch einer... Da macht mittlerweile einer los. Gut, dann können wir das vielleicht verbessern. Das kostet nochmal Steine. Wie sieht denn das mit den Steinen aus, Leute? Hm, hier oben... Ach, da gab es keinen mehr, ne? Hm, ich erinnere mich. Es gab keinen Stein mehr. Gab es da nicht ein Bergwerk für? Hatte ich das nicht irgendwo gesehen? Ein Steinloch? Wie nennt sich das hier? Ja, Steinloch. Wir nennen es Steinloch. War das nicht hier? Habe ich da nicht irgendwo ein Steinloch gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Reisender Händler. Hier unten war das, ne? Nee, das ist Kohle. Aber hier unten irgendwo, meine ich, waren Steine. Eisen. Kohle. Wildschweine. Ich bin mir fast sicher, dass ich das irgendwo gesehen hatte. Ich habe für den Händler jetzt keine Zeit. Das muss kurz warten. Ich habe hier andere Aufträge. Ich bin auf der Suche nach Steinen. Und ich habe fast die Befürchtung, dass ich mich da entweder vertue, was das angeht, oder es einfach nicht finde. Nee, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich war mir fast sicher, dass ich Steine gesehen habe. Ich war da auch der Ansicht, dass ich da Quatsch geredet habe. Das ist keine Ansammlung von Kräutern. Das ist tiefes Kohlevorkommen. Das ist ein Eisenerzvorkommen. Da ist ein tiefes Kohlevorkommen. Falls sich jetzt schon irgendwie die Hand vom Kopf haut und denkt, das hat er schon dreimal übersehen, ne? Dann in die Kommentare. Das hier? Ich habe keine Ahnung. Bin mir sicher, dass ich es... Warte mal, das hier ist auch Kohle, ne? Ja. Kann man das einstellen, dass man nur... Jetzt werden es zu viele Händler. Ich müsste vielleicht mal gucken, aber... Hier hinten, Rehe... Hier, Eisen. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Eisen. Ja, hier ist ein tiefes Steinvorkommen. Das ist korrekt, aber das ist tief. Da kann ich noch nicht ran. Da müsste ich erst... Ach, ich glaube, ich habe nur ein tiefes bis jetzt. Oder war hier hinten was? Nee. Sieht auch alles wie Eisen aus. Warte. Dann müssen wir die Erkundung fortsetzen. Ich weiß nicht, irgendwo muss ja auch bestimmt Ende sein hier im Gelände. Und dann gehen wir mal kurz gucken, was die kaufen will. Ob ich irgendwas habe, was die kaufen würde. Die würde Kohle nehmen und die Töpfer waren. Dann verkaufen wir die mal. Und dann kannst du da noch mal zu 129 hinbringen. Bei der Kohle geht der Preis nach unten. Das ist aber egal. Ich verkaufe sie trotzdem. Ich könnte noch ein bisschen Seife verkaufen. Und Körbe hätte ich noch. Aber Körbe
müssen sie auch erst anliefern. Da machen wir mal so circa die Hälfte. Das ist ein bisschen mehr als die Hälfte. Egal. Bau an. Was verkaufst du, was mir was bringt? Ah, Eisen ist schwierig. Das liegt aber auch daran, ich würde vielleicht eigentlich gerne eine zweite Gießerei bauen. Und zwar eine, die nur Gold macht und eine, die nur Eisen macht. Aber mit jetzt noch 5 Arbeitern brauchen wir uns dieser Tatsache ja, können wir uns der Tatsache ruhig bewusst sein, dass das nichts wird. Und die Ratten, die ratieren auch so vor sich hin, da macht auch keiner was. Oh. Dorfbewohner ist gestorben, ist bestimmt von einer Ratte gefressen worden. Das ist der Fassbinder. Aha. Der ist 77 geworden, der kann ruhig das Zeitliche segnen. Ach, da steht schon wieder ein Gebäude in Flammen. Raubtier greift an. Es ist Alarm auf allen Ebenen. Sag mal, was ist der? Ach, das sind bestimmt, ja, das sind meine Erkunder. Die werden jetzt hier von Wildschweinen angegriffen. Auf der Suche nach einem Steinvorkommen oder nach anderen sehr nützlichen Dingen im Leben eines Siedlers in Farthest Frontier. Kommt da ein Einzelner für? Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass da einer loskommt, extra für das Glumpe. Gut, hier hinten haben wir nochmal... das hilft mir doch auch alles nicht. Wir machen nochmal 2 Kunden nach hier unten. Ob die sich wohl melden, wenn sie was haben, was mir was bringt? Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Naja, das Raubtiergedöns muss ich ja jetzt nicht kontrollieren, weil es ist eh immer dasselbe. Oh, Kornspeicher sind wieder alle voll. Das ist auch toll. Wie sieht's denn mit der Feldfruchtbarkeit aus? Hier ist das eher eine Problemzone, würde ich sagen. Dann machen wir mal hier das weg. Schieben das mal ein bisschen hoch und machen da vielleicht mal das hin. Und hinten dran eine Zwiebel. Hier können wir die Zwiebel wegmachen und machen dafür Buchweizen hin. Wobei, den habe ich schon mal, ne? Oh, Quatsch. Das ist auch Quatsch. Macht mal da. Ja, entfernt mal das und macht das hin. Gut, das ist auch sinnlos eigentlich, aber egal. Hier läuft. Naja, die Fruchtbarkeit könnte geiler sein, bin ich ehrlich. Aber naja. Oh, hier ist die Fruchtbarkeit so richtig bekackt. Da machen wir mal das da weg. Und setzen dafür nochmal das hin. Hier ist die Fruchtbarkeit auch so richtig bekackt. Dann das da hin. Ah, guck mal, da können wir vielleicht auch das eine wegmachen, weil Unkraut ist tatsächlich hier auf dem Ding kein Problem. Da machen wir dann für die Zwiebel hin. Fruchtbarkeit komplett bekackt. Machen wir hier das hin, weg, und dann machen wir da einfach 2 von hin. Und hinten dran, nee, eine Zwiebel kriege ich nicht hinten dran. Gut, dann erholt sich das vielleicht mit der Zeit ein bisschen, wer weiß. Und wenn nicht, naja, dann nicht. Da muss man vielleicht nochmal gucken, wo es fruchtbar wird. Hier sieht eigentlich noch ganz passabel aus. Vielleicht finde ich aber noch was anderes, wo es auch gut wäre. Hier drüben wäre super. Da an der Stelle. Ja, dann müssten wir hier nochmal die Mauer abreißen. Was ist denn jetzt? Raubtier? Ach, du Heiland. Was gab's denn da? Da gab's offensichtlich irgendwas, was nicht ganz so freundlich sind, weil ich höre Wölfe. Vielleicht waren es Wölfe. Ah, es war ein Wolfbau. Er ist mitten drin gerannt. Eisen. Er ist mitten drin gerannt. Ins Wolfsgebiet. Gut, das Ding, das können wir entfernen. Da muss keiner mehr hinlaufen. Ich weiß jetzt, dass es da unten Wölfe gibt. Hier habe ich irgendwie auch das Gefühl, dass schon wer hingelaufen ist. Warum ist der tot? Altersschwäche. Jetzt ist ein Bauer. Jetzt, Freunde, jetzt wird es ein bisschen heikel. Aber wobei, durch das ganze Erwachsenwerden geht es eigentlich wieder, ne? Soldaten, machen wir mal 2. Durch das ganze Erwachsenwerden geht es eigentlich. Ja, das mit den Steinen, das ist tatsächlich so eine Sache.
Da muss ich mir irgendwas suchen, wo ich nochmal ein paar abbauen kann. Und vielleicht so ein Arbeitercamp da hinstellen oder weiß ich auch nicht. Wir könnten natürlich, das wäre natürlich eine Option, hier oben ist ja jetzt, wir graben einfach das aus, dann können wir das schon mal abbauen. Das wäre ja schon mal, das wäre schon mal hilfreich von Anfang. Ja, was soll ich denn machen? Wie soll ich denn Arbeiter hinzufügen? Ich kann sie mir dann aus den Rippen schneiden. Es ist doch keiner mehr da. Ich würde übrigens Fischerboote toll finden. Da bin ich ganz ehrlich. Ja, da gibt es keine Steine in der Reichweite. Das habe ich mir schon gedacht.